Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob SchwammKopf Schlacht um Bikini Bottom 100% German von mir, den Yoshi Tendo. So, kurze Status-Update. Wir gucken mal, wir haben jetzt 6370 glänzende Objekte. Das liegt daran, ich habe nicht gefarmt, ich habe mal im Internet geschaut nach Cheatcodes, wie es damals üblich war bei alten Spielen. Und das Spiel hat ein paar und dazu gehört ein 1000 Scheingedöns, Scheinobjektegeber-Kombination dazu. Das habe ich jetzt ein paar Mal ausgeführt, aber jetzt auch noch nicht zu oft, damit wir auch noch ein bisschen was erleben. Und ja, also ich hoffe, ihr habt jetzt nichts dagegen, aber ich meine, wenn ich das jetzt selber farmen würde, es bleibt jetzt so oder so gleich, es spart mir nur Zeit und ja. Also schön, dass es da so ein paar lustige Cheatcodes gibt, also wird es nochmal ein extra Video für geben am Ende des Let's Plays und ja. Naja, machen wir mal weiter hier in den Sandbergen. Gut, brauchen wir jetzt alles nicht mehr. So, dann gehen wir mal hier in den ersten Berg und zwar in den Guppy Mount. Und schauen wir mal, wie dieser aussieht und was uns da erwartet. Ja, das ist der Guppy Mount. I've gone down this hill 100 times, usually rolling. Darn kids think it's funny to push me, but if you can beat my time down the hill, I'll give you a golden spatula. Ja, wir haben hier eine Challenge, das ist 1,21. Ja, wir müssen mit unter 1,21 müssen wir hier runterkommen. Kriegen wir auch nochmal einen Funwender von ihr. Und lustig, dass die Kinder sie runtergerollt haben. Das muss man mal mit SpongeBob machen. Mit Sandy wird das wieder weggenommen, die Zeit. Dann können wir hier noch so ein paar Objekte holen. So, lala. Und hier, lalalala. So, okay. Okay. Also wir haben jetzt 1:21 Zeit für ihre Challenge. Wenn wir es nicht schaffen, ist nicht schlimm. Man kann sie wiederholen. Und ja, dann würde ich mal sagen, geht's los hier. Mit dem Musikbug. Hey! Also normal sollte jetzt hier eine andere Musik spielen. Und nicht hier diese... ja, wie heißt die Musik? Oh, hupsala. Jetzt bin ich gekommen. Und nicht diese... Jetzt kommt sie beim Checkpoint. Wird's neu geladen. Die Bikini Bottom Stadtmusik. So, der Typ tut uns nichts. Der tut einfach nur irgendwo seine Dinger hin. Ganz bescheuert. Ja, wir müssen das jetzt hier schaffen. Kann ich halt auch noch ein bisschen abkürzen. Gibt es noch ein paar ja, Wege dazu. So. Da unten ist auch schon gleich das Hour-Ende. Wow. Nein, noch nicht ganz. Dauert auch noch was. Das Ende. Aber wir werden ja eh nochmal hinkommen. Von daher soll ich hier nochmal ein paar Roboter können wir mitnehmen. Das ist eigentlich ganz lustig hier. Autsch. Hier noch die Socke nehmen wir schnell mit. Oh, das schaffen wir schon. Hey, wunderbar. Das werden wir schaffen. Denn da vorne ist auch schon das Ziel. So, jetzt haben wir die Aufgabe geschafft. Doch, es gibt ja hier auch noch die Squidward, also Thaddeus Aufgabe. Lass einmal hier diese ganzen Roboter besiegen. Doch bevor wir das tun, machen wir erstmal hier die Duplikatons kaputt. Hallo, dankeschön. So, dann dich. Und auf Eis zu kämpfen ist schon ein bisschen schwerer. Oder ist halt, ja, geht eigentlich. Ist halt ein bisschen flutschig, wie Eis halt nun mal ist. Aber haben wir geschafft, wunderbar. Müssen wir einmal nochmal die ganzen Schalter betätigen. Das sind zwei an der Zahl. So, hier. Da, nochmal kurz umschauen. Kein Roboter hier, wunderbar. Ja, dann war das die erste Aufgabe hier. Der erste Berg. Und dann holen wir mal unseren goldenen Pfannwender ab. Ja. Gut. Das war der erste. Zack. Und, ach ja. Warten. Halt, das will ich hier machen. So, jetzt. Und dann gehen wir mal. Und in die Kiste rein. Und wir sind bei Mrs. Puff und können auch noch hier unseren goldenen Fallwert abholen. So. Das war doch schon mal ganz leicht. Da muss irgendwie lustig aussehen, wenn die hier runterrollt als Kugel. Oder als Mrs. Puff. Hätte ich gerne mal gesehen. Naja. Gut. Dann können wir auch schon rausgehen. Also wir können unten rausgehen oder hier rausgehen, ist egal. Wir kommen so oder so mal wieder gleich raus.
Okay, dann sind wir wieder hier. Dann gehen wir mal zur zweiten Aufgabe. Der ist hier, der zweite Berg. Tschüss. Boah, ich hab dich nicht getroffen. Tschüss. So, und zwar Flounder Hill. Dann wollen wir mal sie betreten. Die Flounder Hill. Nein. Flounder Hill. Nee, das ist richtig Aussprache. Müsste aber Flounder. Warum nicht? So, hier wieder auch die gleiche Aufgabe. I fly like the wind and float like a sea bee. If you can beat my time down the hill, I'll give you a golden spatula. So, hier fahren wir 2 Minuten und 1 Sekunde Zeit. Und hier gibt es auch noch eine besondere Aufgabe, und zwar diese Schneemänner. 1 von 8. Wenn man alle 8, halt umbringt, wie ich jetzt nicht sagen, kaputt macht, kriegt dann auch was Besonderes, aber naja. Haben wir jetzt nun, nur ein Problem ist, das dauert ein bisschen. Und ja, weil man dann muss diese Strecke hier mehrmals abfahren, deshalb schaffen wir das jetzt nicht beim ersten Mal. Machen wir dann beim anderen Mal. Denn dafür gibt es dann halt eine Socke, kann ich ja mal verraten. Und das machen wir dann im Sockenvideo. Ja, hier, Flounder Hill. Hier ist es schon ein bisschen gefährlicher, das Ganze, und auch viel mehr Zeit gibt es hier. So, aber die Musik hat von Anfang an geklappt. Hier gibt es mehr so Stacheln. Ah, Stacheln, Stacheln. So. Gibt auch sehr viele Wege. Okay, kann man auch sehr viel abkürzen. So, wir wollen ja hier die Zeitaufgabe schaffen. So, jetzt hier auch mit bewegenden. Aber man muss ja schon ein bisschen aufpassen. So. Weil ich immer sehr interessant finde, alle Aufgaben haben immer 1 Sekunde zu viel. Also 2 Minuten 1, gerade waren es 1:21. Ich frage mich, warum es immer 1 Sekunde mehr ist als gewollt. Egal. So, kann hier noch so ein bisschen abkürzen und so. Was ein Problem ist, man darf nicht runterfallen. Gut, demonstriert. Sonst fängt man beim Checkpoint wieder an. Jedoch ist der Timer, war der jetzt weg oder fängt er von da an, wo du runtergefallen bist? Weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, der war weg, oder? Nee, ich glaube, der war da, wo du wieder angefangen hast. Ach, egal. So, jetzt haben wir noch gleich 30 Sekunden. Ja, das könnte ein bisschen knapp werden, weil ich gleich mal noch das Ende müsste bald kommen. Autsch. Da ist eine Socke. Ja, habe ich bekommen. Wunderbar. Also, das ist schon das Ende. Ja, gut, schaffen wir auch. Beim ersten Mal. Wunderbar. So, dann gibt es ja immer noch wieder die Roboteraufgabe. Dann wollen wir mal. Ich glaube, hier ist Soßenmann, der große Doofmann. Genau. Weg mit dir. Dankeschön. Allerdings nur so ein Soßenmann. Das geht ja dann noch. So, und dich kaputt machen. Wenn wir schon mal hier oben sind, gleich mal den Schalter betätigen. Wo geht der denn auf den Kickster, ne? Nicht getroffen. Für ein Treffen mit Soßen. Mit. So, weg mit dir, mein Fresse. So. Jetzt nochmal hier die ganzen Hunde. Ich glaube, die muss man alle gar nicht besiegen. Die Roboter. Guck mal, hier ist noch so eine Kugel. Mensch. Ich glaube, die muss man alle gar nicht besiegen. Nur wir machen es mal. Was ist eigentlich hier hinten so? Hab ich auch noch nie geschaut. Abgrund. Spannend. Okay. Ja, Checkpoint nochmal. Warum auch immer. So, dann holen wir uns hier noch den Schalter. Und zack. Gut. Der nächste goldene Pfannwender gehört uns. Also hier kriegen wir echt schnell Pfannwender. Die Welt ist eh nicht groß. Also besteht ja eh noch aus diesen 3 Abfahrten. Und mehr nicht. Okay. So. Ja, holen wir uns hier noch unseren anderen Pfannwender ab. Lalalala. Und einsammeln. Das freut dem SpongeBob. Okay. Ja, dann gehen wir mal noch zur dritten Piste. Ja, wir haben noch Zeit. Ich schaffe echt alle 3 Pisten in einem Part. Nicht schlecht. Ah gut, sind auch nicht wirklich lang und groß. Weg mit dir. Interessanterweise wird der andere jetzt nicht gespawnt, wenn man hier rauskommt. Naja. Lalalala. Ja, und die Schneemänner kümmern wir uns halt im Sockenvideo dann. Das ist halt. Es dauert auch ein bisschen, bis man die da alle findet. Aber ich glaube, man muss so. Ich glaube, mindestens 3-mal die Bahn runter. Und naja. Ja, dann gehen wir mal in den Sandbergen. In den Sand Mountain. Dann schauen wir mal.
wie es hier so aussieht. Das ist jetzt auch der längste Parcours und man sieht auch sehr kompliziert teils auch. Da gibt es auch eine Sache für Sandy. Ja, wir wollen natürlich die Challenge akzeptieren, wieder 2,21, immer mit einer Sekunde zu viel. So, kriegen wir dich so kaputt. Tatsache. Und dich noch. Okay. Ja, dann wollen wir mal. Ich gehe mal gleich hier hoch. Zack. Ich glaube, so wie wir es gerade machen, ich glaube, da können wir eigentlich schon wieder vergessen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, da war hier sehr knapp bemessen gewesen, die Zeit. Ich meine, hier oben eine Socke und die will ich haben. Genau, da ist eine Socke. Yay. Wow, da wären wir fast zu weit nach links, rechts. Wow. Und zack. Und zack. Hier gehen die auch halt so nach links und rechts weg, wie man sieht. Aber es ist auch nicht gerade so schwer. So da hoch müssen wir nicht, weil die Socke halt nur für Sandy ist. Und man nur sie mit Sandy erreichen kann. Ja. Wollen wir alles danach. Lalalala. So, Checkpoint. Wäre schon ganz cool hier, diese Welt. Einfach nur runtersliden. Bisschen entspannen. Na gut, bei der Musik. jetzt kommt so eine Sache. Ach, jetzt. Ich hätte doch hoch müssen. Na egal. Aua. Ja, das hier ist ein bisschen laut. Allgemein finde ich den Soundeffekt im Spiel eh etwas laut. Aber zu einer ganz lauten Sache kommen wir noch. Da freue ich mich schon drauf. Oh. Das war ja ja auch noch. Deshalb sind auch diese Striche. Jetzt hier nur so ein bisschen Slalom und Springen und Slalom. Nicht besonders wirklich viel. Ja, ganz nett hier diese Welt. Oh, da oben sieht man auch so ein paar Skilifte. So, Checkpoint, gehen wir mal nach links. Und müssen wir halt schauen, es gibt halt wirklich drei Wege immer. Oder drei Abfahrten. Ja. Und so. Ich glaube, wir bleiben mal. Obwohl, ich glaube, hier links. Hier links ist, glaube ich, schneller. Ich glaube, das schaffen wir schon gar nicht mehr. Das ist schon wieder. Nee. Ah, das könnte knapp werden. Sehen. Ah, doch, das wird was. Okay. Haben wir das auch? Wo nicht zu weit springen. Oh, egal, man schaut ja beim Checkpoint. Hallöchen, Kollegen. Oh, geht nur hier auf den Keks, Leute. So, einmal dich hier. Weg, Alter, komm jetzt, ja. Weg mit dir. So, und mit dir weg. Interessant. Dieser da, der spawnt komplett woanders. Der hat gar nichts mit dem Duplikaten zu tun. Der kommt irgendwie aus der Erde raus. Ah, interessant. Naja. Aber der hört halt auch oft zu. Ich glaube, man hört auch Geräusche sogar noch, oder? Ja, hört ihr das? Hier ist noch eine Maschine unterm Eis. Aber die hört auf. Das ist interessant. Hier gibt es auch so Maschinen, die halt aufhören. Wenn ja, dann, wenn halt die Hauptmaschinen kaputt sind. Oder die Brüder, Schwester, keine Ahnung. Das ist schon interessant, wie das Spiel so ein bisschen gemacht ist. Aber warum hat man das denn nicht gleich halt so mit mehr Robotern und ach, was weiß ich. Ja, da haben wir auch noch unseren goldenen Pfannwender von Larry. Der dreht sich einfach mal gleich um, warum auch nicht. Ja, dreh dich zur Ecke, zur Wand. Falls. Ja, schau es dir nicht an hier, dass du verloren hast. Nicht schlimm. So, wieso ist das jetzt nicht jetzt? Rum? Das ist gerade ein bisschen falsch. Ich meine, wieso dreht er sich zur Wand? Muss ich nicht verstehen. Ja, das war auch schon, ja, die Sandberge. Also hier die Sand. Ne, wie heißt das eigentlich? Das allgemeine Level. Mal gucken. Sand Mountain. Ja, das war Sand Mountain, Leute. Und wir haben auch schon wieder Ende des Parts geschafft. Haben wir irgendwas noch zu tun? Ja, wir haben alle goldenen Berge außer vier Socken. Goldenen Berge, genau. Und die goldenen Pfannwender. Und damit würde ich vorschlagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Wenn's wie heißt, Airspace, Bosch, schon gehabt, Schlachtdum, Bikini Bottom, German, 100% von mir, den Yoshitendo und... Actually, I think that Patrick borrowed your equipment. What? Who said he could do that? I did. I figured if you didn't know, you wouldn't mind. Again. Wouldn't mind? Of course I mind. It's only the most expensive skiing equipment you can buy. And what does Patrick want with that stuff anyway? He doesn't even know how to ski. I want the warm now. Wie so geil. Da wird Patrick irgendwo in irgendeiner Location hier angezeigt. Ja gut. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Sei schau in den Yoshi. Tendo.